Wenn es euch glücklich macht. Kommt zwei. Nö. Und in der nächsten Runde nehme ich auch und würde ich auch eine Eins nehmen. Ich muss mir, glaube ich, mal wieder einen Stern klauen. Vielleicht. Ja. Ich glaube, dafür wird langsam wieder Zeit. Heute renne ich aber auch. Auf die Bank. Let's go. Ich glaube, eins drüber. Ah, jetzt mal dein. Ja, schade. Ja, wenn Fahrradkette, ich weiß. So ähnlich. Ich bin schon wieder niedergeschlagen von diesem Game. Weil es wird mir nichts gegönnt. Wir haben die erste verhalten. Du bist schon komplett niedergeschlagen. Ja. Du kannst, das gerne kann man verstehen. Du kannst gerne den Partner Blues in der ersten Party niedergeschlagen. Ich verstehe schon, ja, der Titel ist kein Clickbait. Hiermit ist der Beweis, okay. Hiermit ist der Beweis. Ja. Ah, der fährt im Dreieck, okay. Ist ja auch ein Dreieck, der Hai. Okay, danke. Okay, das Game ist scripted. Weil ich einmal Glück hab. Luca, du weißt schon, dass ich noch den Münzstern brauche. Plattenmeister. Gönn mir wenigstens ein. Der Plattenmeister. Der Plattenmeister ist da. Oh nein. Der Plattenteller dreht sich ohne Pause. Auch wenn euch ganz schwindig ist. Schnappt euch die Note, um zu gewinnen. Kommt der dabei schon mit dem Joystick bewegen. A springen, B angreifen und A Z ist eine Stopp-Attack. Find heraus, in welche Richtung ihr den Joystick drücken müsst, um geradeaus zu laufen. Gä? Gä? Da kommt der Bayer oder Schweizer aus ihm raus. Genau. Ich weiß nicht, was das für ein Akzent gewesen wäre. Ich auch nicht. Ich glaube, das war kein richtiger Akzent. Wollen wir nur Schäße. Ja, okay. Ich muss sagen, ich finde die Remake-Version davon besser. Mit den mehreren Noten, oder was? Ja, genau. Ich finde die irgendwie nicht ganz so geil. Weil ich finde das irgendwie so ein bisschen anstrengend. Ist halt einfach ein bisschen, für mich ist es einfach ein Luck-based Game dadurch, hier. Weil wenn du halt einfach sofort die richtige Richtung hast, dann hast du es halt einfach. Aber, das ist halt auch wieder. Das ist halt alles Luck. Ja, 90% ja. Kannst du wirklich nur was durch die Minispiel beeinflussen? Der Rest ist Luck. Ich glaube, es ist wieder das gleiche. Ja, komm, mach. Ja, muss ja. Hol dir den Stern. Der ist ja nicht. Ja, aber von Zocker so. Ja, das hab ich vor. Wenn du sein musst, ne? Ja. Okay, da will jemand wieder nach Hause fahren. Tschüss, Luigi! Oh, oh. Damit habe ich jetzt gute Chancen. Ich habe gute Chancen. Bitte, Bowser. Bowsers große Chance, come on. Ja, komm. Ja, was, Sterne-Diebstahl? Ja. Also, Luca, du payst heute wirklich viel an Bowser. Ja, der hat auch ein Abo. Ich wollte nur meine Münzen ein bisschen aufrunden. Der hat das Abo von DJ bekommen. Alle gegen mich auch noch. Bob. Im Pinguin-Rennen. Das hatten wir schon. Okay. Das hatten wir schon. Das heißt, ja, da ist Luigi eine absolute Vollkatastrophe drin. Ja, das stimmt. Das ist super. Leider zu sagen. So, das müssen wir, glaube ich, noch sagen. Von den Games, die wir schon gesehen haben, springen wir alles, dann starten wir meistens direkt mit dem Minigame rein. Ja, der Buddy blockt mich. Ja, moin. Der Stun war gut. Schöner Pellet Stun. Ja, hab ich verloren. Ich weiß nicht warum, aber das macht schon gerade richtig mad. Nicht so, nimm's nicht so wegdrücken. Wer auch immer das jetzt wegdrückt, warum macht ihr das? Ich bin's nicht. Ja, es war aus Frust. Die letzten 5 Runden stehen an. Die Platzierung ist folgendermaßen: DK 1., Yoshi 2., Mario 3.
und Luigi ist letzter. Ja, noch ist nichts entschieden. Ihr könnt immer noch so beenden werden, ja? Aber wir haben jetzt erst Wahrsager-Quiz. Jetzt gucken wir mal. Dieser nette Helfer wird uns in die Zukunft blicken. Sagt Hallo zu... Captain Iglo. Wump! Komm, der ist sympathisch. Das kann nur Mario sein. Oder etwa nicht? Hm. Mario! Ja, ich wusste, dass er sympathisch ist. Die Aussage ist lieber Mario, der kriegt die Münzen. Wump, ich liebe dich. Ja, du hast ihm seine Rückkehr. Zum Schluss noch eine wichtige Nachricht. Bis zum Ende spielt er halt ihr oder verliert ihr nun auf allen blauen und roten Feldern 6 Münzen. Wenn sie zwei Spieler auf dem gleichen Feld begegnen, dann beginnt ein Minispiel-Duell. Ja, und das könnte doch mal alles richtig durchstarten und durchschätzen. Das habe ich extra so aufgeleift. So, jetzt könnt ihr nicht so beenden werden. Los geht's! Also ob nur noch 5 Runden zu spielen sind. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, es sind nur die 5 Runden. Wow! Und DK. Hocker rennt aber auch. Ich renne durch Spielbrett, als wäre ich Chuck Norris. Und Max hat die 50 Münzen. Das stimmt. Und er landet immer drauf, wenn nichts drin ist. Wow. Ja. Luigi, schon stark. Das war gut. Luca kauft sich jetzt erstmal eine wunderbare Zauberlampe. Ja, ich glaube, die müsste es ab jetzt geben, weil wir am letzten 5 Runden sind die Items nochmal geändert. Ja. Ja. Das ist verlockend. Nur verlockend? Ja, komm, ich nehme sie mit. Muss. Hättet ihr die auch geholt? Ja, ne? Nö. Weiß ich nicht. Alle Mann vom Bord spielen wir. Auch interesting. Oh no. Oh Gott. Ja, das ist ein kleines Problem bei diesem Minispiel, aber das erklären wir euch gleich, warum das ein kleines Problem ist. Er klimmt geschwind den Mastbaum, um nicht mit dem Schiff unterzugehen. Bewegen, links, rechts, wiederholt A drücken zum Klettern. Wenn euch ein Cheep-Cheep erwischt, könnt ihr euch für einen Moment nicht bewegen, seid also auf der Hut. Ja, das große Problem an diesem Minispiel ist allerdings, dass... Oben! Das ist kein, sozusagen keine... Perspektive für jeden gibt, sondern es eine Perspektive gibt. Ja. Und das ist praktisch der letzte entscheidende Zug ist. Also wirklich der letzte entscheidende Fang. Ja, okay, ich bin ja klar. Der letzte entscheidende Zug ist, wer das Ding dann gewinnt. Also der letzte entscheidende Moment, wer als erstes ganz oben A drückt gefühlt, der hat das Ding gewonnen. Yes. Ja, das ist halt so dumm. Genau das meine ich. Das ist so dumm. Ja. Wenn es für jeden einzelne Anzeigen geben wird, okay, dann ist ja geil, aber so ist das absolut dämlich. Egal, ich habe mir eine Münze mitgenommen, das passt mir. Ich mag das Minispiel so, wie es ist, muss ich sagen. Das wirst du noch merken, dass du es nicht mögen wirst. Ich finde, das ist fair, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das sagst du jetzt noch. Noch ein Stern von DK weg. Ja, ich muss ja. Wie geht's dir so ohne die Sterne, DK? Oh, hol ich mir gleich zurück. Nur 2 Münzen. Er nimmt mir doch alles. Er nimmt die 2 Sterne direkt auch noch mit. Soll er doch. Ich glaube, der hätte Zocker nichts gegen. Boah, kommt drauf an, ne? Also einen würde ich mir schon gerne noch nehmen. Oh, Luigi könnte sich auch eine Zauberlampe. Ja, warum auch nicht? Und dein Verstecken blockt mit einem Stern! Okay! Warum bin ich da nicht gelandet? Weil du zu hoch gewürfelt hast. So, Marius könnte jetzt seine Zauberlampe? Zauberlampe einsetzen. Ah, ich nur keine Idee! Items aktivieren wir übrigens mit B und dann mit A dann, dass übrigens alle Leute auch Bescheid wissen. Wenn man B drückt und A drückt, dann setzt man. Was hast du noch die 3 übrig? Ja. Ich weiß nicht, ob. Ist Zocker noch auf der Brücke? Ja. Dann kannst du ihn da wegschießen. Ja, oder ich gehe auf Kampfmenü spielen.
was du möchtest. Bei dem einen hast du garantiert, dass er keinen Dingens mehr bekommt. Ich schieß Sokka weg. Du bist ein Ehrenbruder. Ich hab gesagt, wir halten zusammen. Ja. Und ich brech das auch nicht jetzt einfach so. Vielen Dank für die Blumen. Oh, Kampf oh, mit Spiel! Hast du nämlich auch noch hinterher Stürmen zu dritt, oder was? Nee, du darfst einen aussuchen. Du darfst einen aussuchen. Ist das wieder mit den Tasten in der richtigen Reihenfolge? Ich hätte eine Tendenz, was ich empfehlen würde, aber... Ah... Ja, der hat halt sehr, sehr viel Geld. Ja. Du kannst auch nur einen setzen. Boah, 30 Ocken. Fuck! Ah, ich hab's mir schon fast gedacht. Damit ist mir der Münzstern sicher. Das würde ich noch nicht sagen. Doch, der Münzstern geht, wer in der Zeit die meisten Münzen hatte. Ja, aber das würde ich trotzdem noch nicht sagen. Ein Kampf-Minispiel mit 50 Münzen und das kann ganz anders aussehen. Ja, kann. Ja, das ist Mario Party, also ist jetzt nicht, was so unwahrscheinlich ist. Ja, das tut mir leid, Luca, dass wir es nicht gewinnen. Ja! Komm, jetzt nur noch Luigi irgendwie raus. Ist auch direkt gedrückt, aber ist egal. Komm, Luigi, du hast noch 5 Sekunden Zeit, du packst das. Kannst doch nicht gegen so einen Vollidioten verlieren, wie Mario. Er springt runter. Er überlebt das. Er springt einfach in den Strom. So ein dummes Game, der CPU, weißt du, wie ich meine? Ein CPU! Was hast du gegen eine CPU? Hast du auch in deinem Computer? Der ist aber wahrscheinlich nicht so scheiße. Alter! Da will aber jemand rennen. Ja, ich merk schon. Du rennst aber auch nicht viel weiter. Ja, aber wenigstens genügend. Sehen wir jetzt 2 Zauberlampen hintereinander? Mal schauen, und wir sehen den Genie zum ersten Mal in diesem LP. Ja, ich bring dich mal zum Stern, ja. Ich bin der große Opa vom Tod. Sein Großonkel dritter Generation, davon der Opa, davon die Schwester und davon die Tante und davon der Onkel. Davon so der Vater. Ja. Ich weiß immer, wo der Stern ist. Damit hat Luigi seinen zweiten Stern. Das ist eine sehr eklige Position. Ja. Danach gibt's noch einen Buhu. Luca, das könnte sehr gut sein für dich. Ja, aber ich habe kein Geld mehr. Ich war dumm. Tja. Tja, das ist leider nicht mein Problem gewesen. Du weißt doch, Dinge passieren. Ich weiß, wer nach diesem Brett blockiert wird, Kappa. Ja, ich dachte es mir schon die ganze Zeit, dass ich immer irgendwann mal von dir blockiert werde. Recht. Irgendwann ist es soweit. Noch hat er nicht gewonnen. Nein, natürlich nicht. Ausnahmsweise hast du noch eine Chance oder so. Doch. Also ich glaube, den Minispielstein könnte ich sogar noch haben. Ah, ich glaube, das könnte schwierig werden. Wir können jeder noch haben, gefühlt. Ah, wir hatten viele Minispiele, wo wir beide gemeinsam halt gespielt haben und gewonnen haben. Das ist halt das Eklige. Ich weiß, dass du ein, zwei gewonnen hast, wo wir gegen dich gespielt haben, aber wir haben auch ein, zwei gegen dich gespielt. Ja, aber du hast nicht vergessen, ich habe mit Blue noch einmal das Battle-Minispiel gewonnen. Ja, das meine ich ja schon. Das meine ich ja schon. Na, schwierig zu sagen, ne? Ja. Weil ich meine, dass ich aktuell mit den Minispielstern-Münzen vorne liege noch. In welcher Runde sind wir eigentlich aktuell? Ich glaube noch 3. Jetzt 3, ja.
Ja, und Bowser. Können Sie ein paar Münzen und Bowser. Gib mir mein Geld wieder, Buhu. What 26? The fuck? Okay. Ich hab gehämmert wie ein Vollidiot! Das ist normal hier. Der hat mir fast das Maximum abgeknöpft. Ja. Ja, Mario, ich hab dich jetzt schon so sehr bestraft. Mal gucken, jetzt gibt's noch mal. Oh, okay. Totiplikator. Schade. Bowser's Münzen. Oh, die Münzen werden jetzt alle verteilt. Ja? Oder? Oh ne, wir verlieren alle einfach alle Münzen. jeder muss 30 Münzen geben. Abziehen. Also Zock hat jetzt fast 60 Münzen in einer Runde. Niemand hat mehr Münzen. Ich dachte, dass alle Münzen gleich verteilt werden. Oh nein. Chaos Bowling, hi! Hatten wir noch gar nicht heute. Ich muss noch mal kurz die Steuerung gucken für den Einzelspieler. Ah, und lenken. Oh, okay. Ich glaube, dass der Parcours ist auch gar nicht so, obwohl doch der geht, glaube ich. Es gibt unterschiedliche, aber die sind nie schwer. Luigi, du bist so dumm. Ja, man kann halt so easy drüber jumpen, das ist halt geisteskrank. Ja. Was? Schön. Wie? Was? Hm? Was? Ich hab das doch geholt. Ich glaube, ich hab mich gerade versprochen. Ich hab alles abgeräumt. Das war jetzt aber Glück. Ja, das war, glaube ich, wirklich mehr Glück als Verstand. Letzten zwei Runden, okay? Du rennst heute raus. Ich renne über das Brett, aber wirklich. Du willst aber wirklich unbedingt zu dem Stern. Eigentlich wollte ich zu Buhu, aber okay. Ja, ich glaube, der Stern ist doch wahrscheinlicher als Buhu, leider. Ich glaube, zum Buhu sind es noch mehr Felder. Nee, ich glaube, zum Buhu sind es weniger Felder als zum Stern. Aber das, ich habe nur noch eine Runde vor mir, das wird nicht mehr. Wir rennen halt auf alle zu. Fruchtkorb! Das kennen wir jetzt, glaube ich, aus Mario Party 1. Das kennen wir aus... Nee, da gab es kein Fruchtkorb. Gab's nicht? Springt unter dem Block, um die angezeigte Menge Früchte einzusammeln. Vermeide es, die Bienenwabe zu erwischen. Mit A springen. Behalte die Bienenwabe im Auge und meidet sie um jeden Preis. Mit dem richtigen Timing erspart ihr euch eine Menge Ärger. Mit dem richtigen Timing vor allem. Hä? Ja, weil du halt 1 und 2, ne, wenn du aussehen das Falsche machst. Ja. Ich glaube, genau das gleiche hat es in MP1, habe ich auch schon gesagt. Ich mach's mit Timing, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, in MP1 gab es das nicht. Du musst halt rechnen, was du wann nimmst. Maxi, nimm bitte eins. Sei ein Ehrenmann, DK darf nicht den Münzstern kriegen. Danke. Ich kann jetzt nicht dich verraten, aber er kann dich halt trotzdem rausmachen, so ist es nicht. Achso, ja, stimmt. Das ändert ja was. Das wäre sowieso oder so gewesen. Wäre es für dich die Arschkarte, deswegen. Oh, wow. Egal. Guck wenigstens, dass DK nicht gewinnt. Ich versuch's. Aber der Computer ist halt auch immer so ein bisschen unberechenbar. Ja. Oh nein, Maxi. Das war ein Fehler. Ah, scheiße. Ja, das war klar. Aber ich hätte so oder so. So oder so wäre es gewesen. Deswegen. Das Spiel ist kacke. Wenn ich zwei nämlich... Ne, du musst halt vorrechnen, wie viel du brauchst. Ja, aber... Aber in der Situation hätte ich halt beim ersten Mal halt zwei nehmen sollen. Und ja, das ist halt dann der Moment. Ja, das Spiel ist schon nicht geil. Und DK gewinnt.
damit. Komm, nimm zwei, nimm zwei. Boah. Du kriegst 10 Gifterzapfs hin. Ja, komm nicht. Er nimmt nicht die 10 Gifterzapfs, sondern. Ich hätte 10 Gifterzapfs gegeben, wenn du 2 genommen hättest. Brauch ich nicht. Und ich hätte nochmal 10 Bits hinterher gehauen. 10 Bits? 10 Bits? Ich komm mit 50 Euro, du kommst mit 10 Cent. Ich bin arm. So, letzte Runde. 10 Bits aufgenommen. Oh, jetzt rennst du nochmal auf einmal. Ja, jetzt habe ich den Turbo nochmal eingezogen hier. Ja, aber renn nicht zu weit. Du weißt doch, stille Gewässer sind die tiefsten. Ja, deswegen gewinne ich auch. Deswegen hole ich mir jetzt nochmal einen Punkt. Damit ich den dritten davon habe und mit Luca gleichziehe. Ja, damit hat Maxi wahrscheinlich gewonnen sogar. Könnte sein. Ich glaube nicht. Aber ganz ehrlich, ich gönn's Maxi mehr als Zocker. Nach der Party jetzt. Boah, wenn jetzt die Münzen gleich aufgeteilt werden, das könnte es am Ende entscheiden. Ja. Bowser Revolution! Nein! Warte noch mal, Moment, wie wir Münzen haben. Ihr hat nicht mal 30 Münzen, das ist das Traurige. Bowser Revo wäre so gut gewesen. Aber Luigi ist trotzdem noch Zweiter, das ist schon geisteskrank. Ja. Ich bin Letzter. Ihr habt einfach alle keine Münzen. Ja, und wurden ja auch gerade alle abgezogen. Damit kommen wir zum letzten Minispiel. Der Bob-Omb-Angriff. Hatten wir sowas nicht schon? Nein, nur den Bob-Omb-Rechnung. Ah. Der Spieler in der Wanne muss den Bob-Ombs ausweichen. Weiche allen Bob-Ombs aus, um die Wanne über Wasser zu halten. Luigi mit dem Joystick Wanne bewegen. Wir schnipsen den Joystick so nach hinten, um zu werfen. Ist ein bisschen kompliziert, muss man ein bisschen üben, aber es geht. Du musst ihn quasi so flicken lassen. Wenn man einen Bob-Omb zu lange festhält, explodiert er in den Händen. Zielt also geschwind und werft den Bob-Omb. Kurze Frage, kann man nicht irgendwie noch langsam snips, also irgendwie weit, ja, Mitte und kurz? Du kannst so einstellen, quasi, wenn du langsam bewegst. Ah, okay. Und dann, je nachdem, wirfst du unterschiedlich stark. Eine Backpfeife, wollte ich gerade sagen. Ah, ja. Verstehe. Okay. Es ist etwas complicated, aber es geht sogar. Come on. Es ist nicht so schlimm wie mit Joystick im Kreis drehen. Ganz schnell. Ende. Oh! Alter, meine war auch knapp. Ich kann irgendwie nur weit. Ja, du musst ganz, ganz langsam machen. Ah. Das ist wirklich ganz schwierig. Ich hab's. Der ist drin. Stark. Aber wir sind ein Team. Sehr schön. Wir gewinnen halt immer im Team. Es würde mich nicht wundern, wenn wir actually am Ende die gleichen Münzen haben. Naja. Das glaube ich ja weniger. Ich bin auch. Nichts wegdrücken, das mache ich dann. So, ja Leute, das war die letzte Runde, ne? Lass uns mal die Ergebnisse ansehen. Vorher gucken wir mal, wie viele Sterne ihr gesammelt habt. DK 1. Die coolen haben 2. Yoshi 2, Luigi 2 und Mario 1. Ja, eure Münzen? Wie sieht's da aus? Da liegt DK mit 96 vorne, 17 Yoshi, 0 Luigi und 36 Mario. Okay, kommen wir zu den Bonusstern. Der Minispielstern geht an DK. Ich glaube, damit war's das in der ersten Party. Ja. So, nun verleihen wir den Münzstern. Die Auszeichnung wird den Spieler verliehen, der die meisten Münzen während des Spiels gesammelt hat. Das heißt, die 106 Münzen, die ich damals gesammelt habe, zählen ja. Ja, du hast mehr. DK! Mehr. Ja, also ich hatte sogar mehr. Auf jeden Fall, das, wann man die höchste Anzahl in meinem Spiel besessen hat. Ja, ja. So, Ereignisstern hat. Der müsste. Yoshi und Mario! Yoshi und Mario. For the gang! Damit keiner immerhin nicht letzter. Ja. So, das wäre spannende Freunde. Schreiben wir uns auf Gönnung der Superhelden. Ich habe ihn offiziell angekündigt, was der neue Superheld ist. Großer die Geheimnisse der Camps von Captain Bowser schreitet zur Tat. Achtung, Hilfe! Halt, bleib auf der Stelle stehen, du Drecksscherkling! Verdammt, du Leichtwassermatrose! Was machst du hier? Gib mir mein Geld! Ich habe nichts angerührt. Na, du wirst sehen, was du davon hast, Freundchen. Wer ist das denn schon wieder?
Beim Klabautermann, das ist ja... Ach nee. Dicker. Nicht dieser räudige, eklige, verlauste Affe. Ich klatsch den weg. Ah, bam, bam. Ah! Unverschämtheit. Autsch, das tut so weh. Ich brauche ein Pflaster. Mama! Der Schatz, der gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Digga. Du bist nun der Superheld des Piratenlandes. Genieß es, Zocker. Genieß es. Unverdient. Du wirst es nicht mehr lange erleben dürfen. Und damit heißt auch aktuell unser Mario Land, worüber die Story heißt, jetzt aktuell DK Land. Okay, es geht ein bisschen zu weit. So, das hier sind die Details. 96, 139. Junge, was? Okay, also es wird doch knapp zwischen mir und Yoshi. Richtig, ja. Aber dieses Frucht-Ding hat entschieden sogar. Trotzdem habe ich mir den Sieg dort geholt. Größte Menge ist 125 zu 84 von Mario. 16, 14, 10, 8, 4, 0, 3, 3 und 2. Luigi war auch sehr knapp dran. Kein Mirakelfeld in dem Sinne. Leider. Die Mario dreimal Bowser. Und dreimal Münzen abgezogen bekommen. Ja. Ich hab das neue Bowser-Abo. Zweimal Kampffelder. Ich war einfach dreimal auf Itemfeldern. Und Luigi dreimal Koopa-Bank. Ja. Damit zahlen wir alles in die Bank ein. Ja. Einige Sterne haben wir ja trotzdem gesammelt, oder nicht? Auf jeden Fall. 10 Stück an der Zahl. Die werden jetzt in auch 20 mal Runden gerechnet in 500 Münzen. Jo, das Sparschwein platzt gleich schon. Und damit würde ich sagen, das war's mit der ersten Party. Ganz genau. Das war's mit dem Piratenland. Beim nächsten Mal geht es mit dem nächsten Brett weiter. Welches wird es wohl sein? Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Lasst euch überraschen. Haut rein, auch von meiner Seite. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis bald, Rian.